Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es wieder die Sub-Auslosung geben, diesmal für den Februar. Der Januar ist jetzt ja bald zu Ende und ich darf jetzt wieder auslosen, welches Buch ich dann im Februar lesen soll. Aktuell bin ich bei Die Kirschwille am Lesen, das ist ja das Sub-Buch aus dem Januar. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir diesmal ziehen. Diesmal hilft mir nämlich meine Tochter beim Losen und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt an. Werde ich da mal hin? Eins ziehen. Dankeschön. Und zwar die Wildrose von Jennifer Donnelly. Das passt ganz gut, weil aber die Winterrose würde ich dann erst machen, weil die Teerose habe ich schon und dann würde ich natürlich lieber mit dem zweiten Teil weitermachen. Also die Winterrose wäre das erste Buch, das kann ich euch auch direkt zeigen. Das wäre dieses, die Winterrose von Jennifer Donnelly. Das ist das erste, was zur Auswahl steht. Dann kommen wir jetzt zum zweiten. Danke. Und zwar ist das Kill Game von Andreas Winkelmann. Das ist ein Thriller. Und ein letztes Mal, Lini. Danke. So, und das dritte wäre, oh, das habe ich schon gelesen. Das kann ich vernichten. Willst du noch einmal? Okay. So. Das dritte, was zur Auswahl steht, ist Das Böse von Alex Carver. Das passt ganz gut, da hatte ich nämlich schon mal reingelesen. Und ja, mir gefallen alle drei diesmal sehr gut. Ich würde sagen, ich mache mal kurz auf Pause und suche die anderen beiden dann noch eben schnell zusammen. So, da bin ich wieder. Kill Game konnte ich jetzt leider so schnell nicht finden, aber Das Böse von Alex Carver oder Carver. Hier geht es um den Serienkiller Ronald Jeffries. Ja, ich finde die Auswahl diesmal wirklich sehr gelungen. Es würden mir alle drei zusagen und ich bin sehr gespannt auf eure Entscheidung. Also zum einen von Alex Carver Das Böse, dann von Andreas Winkelmann Kill Game oder aber die Winterrose von Jennifer Donnelly. Ich kann mir zwar jetzt schon fast wieder denken, welches Buch gewinnen wird, da die meisten, die immer abstimmen, aus einem bestimmten Genre lesen. Aber ich lasse mich überraschen, ich freue mich über jedes diesmal und ich würde sagen, wir lassen die Entscheidung bis bis Dienstagabend. Das müsste dann der 29. sein, 20 Uhr würde ich sagen. Und ja, das war's von diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!